Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP 1. Diesmal geht es weiter mit dem Regenbogen Cup, dem letzten Cup dieses Spiels. 150 CC Special. Natürlich, ich bin ja schon ziemlich weit, wenn man das so nennen darf. Es gibt wieder mal nur Panzer, ist ja wie immer das gleiche. Und dann geht es los. Sobald das Spiel es dann für nötig hält, das Rennen zu starten, geht es auch schon los. Ja. Oh, es geht los. Okay, okay, okay. Ich hoffe mal, dass es hier nicht so endet wie letzten Part oder vorletzten Part. Sieht ja bisher ganz gut aus. Abkürzung auch hinbekommen. Es ist ungewohnt. Es ist ungewohnt, ohne selbst jetzt zu spielen. Ich bin es gewohnt, direkt, wenn ich was Gutes gemacht habe, auf diesen Knopf zu drücken. Es ist... keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Ja. Sieht das anders aus? Mir kommt so vor. Entweder ich habe vergessen, wie die Strecke aussah, oder es sieht wirklich anders aus. Ich tippe eher darauf, dass ich vergessen habe, wie die Strecke aussieht. Also ich habe es auch vergessen, ganz ehrlich. Aber ich weiß nicht, ob sich jetzt was verändert hat. Yes. Der Typ nervt mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Außer mir passiert sowas. Ich suche dieses Wort bedenken. Es kommt mir so vor, als gäbe es ein besseres Wort dafür. Ah. Okay. Es scheint so, als wäre Toad mein einziger... okay, mein einziger Gegner. Ich hatte dieses Standbild übrigens geradeaus. Also Standbild war es jetzt nicht wirklich, es war eher ein kleiner Freeze. Naja, erster Platz beim ersten Versuch, das läuft immer gut. Dann bis zum Rainbow Downhill. Oh, es geht schon los. Rainbow Downhill, Runde 2. Schnell wie immer. Wie man es gewohnt ist. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Dass es manchmal so laggt. Ich glaube, es liegt daran, an den Safe States, die ich gesetzt habe. Ich muss nämlich sagen, dass ich hier gerade alles auf einmal aufnehme und keine Pause gemacht habe. Seit dem Wario Cup. Deswegen kann ich mich da noch so gut daran entsinnen, was passiert ist. Ich muss sagen, ich kann mich gut an Dinge erinnern, die nicht so weit zurückliegen, aber wenn es dann etwas länger her ist, keine Ahnung, ein Jahr vielleicht. Ich nehme als Beispiel ein Jahr. Aber ich habe meistens keine Ahnung mehr. Ich habe eigentlich mal gehofft, dass ein Schutzschild ausläuft. Also, ich hoffe mal, jeder weiß, was gemeint ist mit Auslaufen. Das war übrigens so geplant, ich wollte ihn so, ich wollte ihn in der Luft abschießen. Also ist er gerade, ey. Da finde ich gemein. Oh Mann, ich habe gehofft, der kommt jetzt da in der Mitte vorbeigefahren. Naja. So. Kommt doch mal. Er hängt ziemlich weit zurück. Ich dachte, er fährt direkt neben mir. So wie es immer ist. Wenn ich die Kurve nehme, fahren alle an mir vorbei. Wieso ist das jetzt? Jetzt ist es so, aber ich bin zu doof. Okay. Ich bin viel zu doof. Was passiert hier? Nur weil ich ihn abschießen wollte oder wie? Oh Mann.
Ich krieg den noch, ich krieg den noch. Ich hab gesagt, ich krieg den noch, da krieg ich den noch. So. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin jetzt übrigens zu 90% sicher, dass die Strecken anders aussehen. Es kann am Special Cup liegen. An den letzten Special Cup kann ich mich ja noch weniger entsinnen. Weil als ich den gespielt habe, ist bestimmt schon ein Monat her. Oder? Man sieht doch schon eine Veränderung, oder? Ja, sonst was auch immer. Und ja, es scheint wieder unter Wasser zu sein, aber sonst sah es anders aus. Im Special Cup sah es auch nicht so aus, da bin ich mir ziemlich sicher. Also in dem 50er Special Cup. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass man bei dem 50er eine 100 fährt. Ein 150er eine 150. Ah, er ist sowieso resistent, was mache ich? Er ist das sowieso resistent. Aber hier ist er nicht resistent. Was ihm aber egal sein kann, wenn ich ihn sowieso nicht treffe. Ja. Diese Bots, also diese KI. Ich weiß jetzt nicht, ob man es wirklich künstliche Intelligenz nennen kann. Ich weiß nicht, ob man es wirklich künstliche Intelligenz lernen kann. Intelligenz bedeutet ja auch, dass wir es lernen. Und ich glaube, es ist so weit fortgeschritten. Also was heißt unbedingt fortgeschritten? Aber so weit werden die in dem Spiel nicht gedacht haben. Und auch sonst nicht. Oh, letzte Runde schon. Mario, das ist doch nicht dein Ernst. Komm schon, Mario. Blumenstrauß. Hatten die sonst auch Blumenstrauß? Ich meine jetzt nicht in diesem Part, sondern sonst. Ja, ich bin gleich Erster und dann. Und geschafft. Beim dritten Versuch, also beim zweiten Nicht-Aufnahmeversuch. Triple Pen. Ich hatte noch nie diesen Pinsel, aber. Genau. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf die letzte Strecke. Ich lasse es diesmal drin. Oh, da schwimmen irgendwelche Fische rum. Also, hier haben sie sich auf jeden Fall nochmal Mühe gegeben mit der letzten Strecke. Ist ja auch was Besonderes irgendwie. Diese Fische. Ich hoffe mal, dass da jetzt nächste über keine große Überraschung kommt. Sage ich mal so. Aber es ist ungewohnt, dass ein Part so schnell vorbei ist, sage ich. Also es sind jetzt erst 16 Minuten. Ja gut, ich habe zwei Versuche gebraucht für die, beziehungsweise drei Versuche gebraucht für die letzte Strecke. Also die vorletzte, aber von dieser Strecke aus gesehen die letzte. Ich hoffe mal, es weiß jeder, wie es gemeint ist. Wenn, wie gesagt, es überhaupt jemand versteht, was ich hier sage. Das hatte ich ja schon mal letzte Folge oder so erwähnt. Nicht letzte Folge, vorletzte. Ich soll es nicht drauf anlegen. Ich soll es nicht drauf anlegen. Aber ich will es irgendwie drauf anlegen. Es ist schwierig. Ich habe es mir jetzt gerade verkniffen. Wow. Ich muss sagen, dass die Computergegner
besser geworden sind. Ich würde jetzt sagen stärker, aber was hat Stärke damit so gut wie zu tun, wie gut man Kart fahren kann? Aber ich glaube, ich bin der Einzige, der sich was, der auf sowas achtet. Naja. Das war übrigens sehr schlecht. Mann, ich hoffe mal, ich kann das Ganze noch einholen. Oh, ich habe ihn so. Okay, er wird jetzt schön gestunt. Okay, ich glaube, die ersten beiden sind zu weit weg. Ich glaube, dass ich hier noch gewinnen kann, ich ziemlich vergessen. Yep, kann ich vergessen. Naja. Ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt im letzten Rennen passiert. Ganz ehrlich, das hier schneide ich, also das nächste Rennen schneide ich jetzt nicht raus. Sondern fasse dieses Projekt zusammen. Ja, das mache ich so. Also ich rede jetzt über das Projekt, nicht wirklich über das Projekt, sondern über das Spiel. Also dann, falls es dann mal losgehen würde. Ich könnte eigentlich jetzt schon anfangen mit reden, aber ich will irgendwie warten, bis es losgeht. Jetzt geht's los. Ja, das Spiel. Wie gesagt, es wurde, falls ich es überhaupt mal gesagt habe, es wurde ja nicht von Nintendo entwickelt, sondern von Namco Bandai, müsste das Ganze heißen. Und somit sind noch Pac-Man und so vorhanden. Finde ich ganz cool, aber ist mir auch egal. Also ich fahre zwar mit Pac-Man, aber ich hätte auch jemand anders nehmen können. Das ist mir jetzt nicht so wichtig gewesen, mit wem ich fahre. Aber an sich ist das Spiel sehr cool. Es ist halt auch cool, dass es ein, ich sag mal, ein exklusiveres Mario Kart gibt. Es ist zwar wiederum schade, weil man es irgendwie spielen will, aber nicht kann. Also die ersten beiden Teile kann man ja spielen, aber Teil 3 nicht. Was schade ist. Aber das Spiel an sich ist halt bis auf, ich sag mal, dieses Unfaire manchmal ganz cool. Auch das mit den Panzern eigentlich recht gut umgesetzt. Hier ist das Fahren, also ich sag immer, wie gesagt, ich hab's noch nie gesagt. Das Fahren ist ein bisschen, wie drücke ich es am besten aus? Unangenehm, also die Steuerung ist ein bisschen anders, als man denkt zu fahren. Ich beende den Satz jetzt einfach, weil es keinen Sinn ergibt. Ich konzentriere mich gerade, das ist doof, ich will jetzt nicht schon wieder verlieren. Ach, die wissen das. Ach, ich verliere schon wieder, das gibt's doch nicht. Ach ja. Also das Spiel an sich ist ganz cool, aber das halt für ein Arcade ist, ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Es ist an manchen Stellen ein bisschen unfair. Ich würde sagen, es erinnert mich an Super Mario Kart in 3D. Ja, genau. Wir sehen uns jetzt, wenn ich Erster geworden bin. Bis gleich.
Ich habe gerade gesehen, dass der Speedbalken erweitert wurde. Als ich Münzen eingesammelt habe. Also als ich 10 Münzen hatte, hat er sich einfach so mal eins erweitert. Ich hab das jetzt bestimmt davor auch eingeblendet. Das erklärt jetzt einiges. Was man alles im letzten Part noch so rausfindet, ist schon ganz interessant. Ja, ich wurde jetzt die ganze Zeit geblendet, aber naja, jetzt gleich sehen wir uns. Und geschafft, erster Platz. Ohne zu kommentieren, das ist halt ein bisschen einfacher. Ja, das war's. Jetzt kommt nochmal der Abspann. Der zum Glück nicht so lange dauert. Ja, das war's jetzt mit dem Projekt. Ja, der Stuhl. Wie immer. Naja. Ich hoffe, den zwei Leuten, die sich das angeguckt haben, hat's gefallen. Und dann bis zum nächsten Projekt, was wieder ein Pokémon-Hack sein wird. So, ja, beenden dann, ne?